Eine fröhliche Reise durch den Sommer im Südwesten. Fünf Landfrauen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kochen füreinander und gegeneinander. Sie besuchen sich gegenseitig auf ihren Höfen und wollen herausfinden, wer das beste Landmenü kocht. Rita Fitt aus dem Schwarzwald hat den Anfang gemacht und die Landfrauen mit selbstgebranntem Schnaps und einer köstlichen Lammkeule beeindruckt. Milchbäuerin Maria Gürer kommt vom Bodensee. Dort betreibt sie eine Fischzucht und vermietet Ferienwohnungen. Uschi Wagners Hof liegt in der Eifel. Mit ihrer Familie baut sie Bio-Ölfrüchte an und stellt herrliche, kaltgepresste Speiseöle her. Als letztes waren die Landfrauen bei Winzerin Britta Korell im Nahetal zu Besuch. Als Hauptgang servierte sie Kaninchenschlägel mit Riesling-Gemüse und neuen Kartoffeln. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke, dass wir bei dir sind. Ein Biobauernhof in Obereisesheim mit Allgäuer Graufieh, süddeutschen Kaltblutpferden und schwäbisch-hellischen Schweinen. Hier lebt Beate Lang, dritte Gastgeberin der fünf Landfrauen. Den Hof unterm Heilbronner Himmel übernahm Beate von ihren Eltern. Sie studierte Landwirtschaft und lernte dabei ihren Mann Thomas kennen. Gemeinsam führen sie den Familienbetrieb. Auch die Söhne packen mit an, Vinzenz nach der Schule und seine älteren Brüder zwischen Beruf und Studium. Philipp ist Schreiner und hilft nach Dienstschluss, Luis in den Semesterferien. Am frühen Morgen fährt Beate raus aufs Feld. Sie holt die ersten Zutaten für ihr Landmenü. Natürlich mit dem geliebten Dreirad. Und das ist so ein stimmungsvolles Fahrzeug. Da denke ich halt immer irgendwie an Süditalien und das Ganze drumherum. Und was die alles draufladen, gell? Das ist ja Wahnsinn. Die ist so belastbar. Und das hat mir eigentlich dran gefallen. So ein altes Gerät, wo man noch so viel mit transportieren kann, das fasziniert mich. Gell? Das war schon ein großer Wunsch von mir, dass ich das mal habe irgendwann. Und der ist dann auch noch erfüllt worden. Zu meinem runden Geburtstag stand die dann zwei Tage vorher da. Das habe ich echt toll gefunden. Und genau noch so, wie man es vorgestellt hat. 100% Farbe, alles stimmt. Und mit der düse ich dann in der Gegend rum. Unser Hof, der ist ja von meinem Großvater hier jetzt, also auf diesem Gelände. Die sind ja ausgesiedelt, die waren mal im Ortskern. Und das war dann in den 30er Jahren, haben die hier den Hof gebaut. Wir sind jetzt der kleinste Betrieb hier am Ort. Und wir können eigentlich nur deshalb klein sein, weil wir halt diese Vielfalt haben und weil wir biologisch wirtschaften, weil wir dann ganz andere Preise verlangen können, weil wir halt auch weniger ernten. Und dann kommen wir mit der Fläche auch gut klar. Kurz vor neun, Beate öffnet ihren Hofladen. Als sie vor 22 Jahren mit dem Verkauf begann, gab es nur einen vergleichbaren Laden in der Gegend. Den Hofladen haben wir angefangen, damit wir sagen können, wir haben eigene Produkte und die Kunden sollen halt wissen, wo es herkommt. Das Regionale war für uns schon immer im Vordergrund. Und dann haben wir halt stundenweise mal angefangen, weil wir halt die Kinder hatten, die Familie ist gewachsen. Dann sind die Kinder größer geworden und dann haben wir die Zeiten so angepasst. Also das war eigentlich immer so ein passendes Wachstum, der Hofladen mit der Familie. Allmorgendliches Ritual? Gemüse aussortieren. Was sie nicht selbst anbaut, kauft sie von anderen Bioproduzenten, die sie teilweise persönlich kennt. Die Leute stehen hinter ihrem Produkt und es ist mir wichtig, dass das halt auch beim Endverbraucher ankommt. Dass ich Leute Mühe gebe mit dem und Qualität wollen. Und deshalb mache ich das. Und ich mache es gern. Geht es die Hälfte bitte? Ja, das geht. Okay, das schmeckt echt total lecker. Ja, das ist super. Ja. Kann man auch sehr gut mal zum Überbacken nehmen. Das hat schöne Schmelzeigenschaften. Bitte. Danke, Beate. Inzwischen fährt Thomas aufs Feld. Regen ist angesagt und manches erledigt der Landwirt lieber bei Sonnenschein.
mein Mann will eigentlich schon immer Bauer werden. Das habe ich gut gefunden. Das war schon ein Kindheitstraum. Und ich denke, der kann sich schon seinen Kindheitstraum erfüllen heutzutage. Gell? Mir war es wichtig, dass wir eine Familie zusammen sind. Das geht halt ein bisschen in der Landwirtschaft, finde ich. Und dass die Kinder einfach in der Natur aufwachsen, dass sie sehen, wo das Essen herkommt, dass man drei Mahlzeiten gemeinsam einnimmt. Und das haben wir alles geschafft. Und da bin ich froh drum. Wir sind ja evangelisch hier im Ort und mein Mann kommt ja aus einer katholischen Stadt. Ne? Und das war für meine Oma natürlich schon hart, gell? Dass ich da so einen katholischen Freund habe. Ne? Und mein kleiner Bruder hat es dann damals auch noch ausgenutzt. Da war der 10 Jahre alt. Da sagte er, Oma, die Beate, die hat einen Ausländer aus einer 10-köpfigen Familie, weil der hatte damals so einen riesen Bart, gell? Und katholisch ist er auch noch. Und meine Oma, oh Gott. Und ich gleich zu meiner Mutter kriegte und gesagt, das muss ich verbieten. Es war so witzig, ich habe so gelacht, gell. Meine Mutter sagte, Oma, das ist doch heute nicht mehr so, gell. Aber das waren halt noch die Generation, da ich noch streng getrennt wurde, gell. Ja, das war dann lustig, aber wir haben es trotzdem gut hingekriegt. Am späten Vormittag beginnt Beate mit den ersten Menüvorbereitungen. Eine wichtige Zutat, frische Eier. Die sammelt sie mit Louis im Hühnerstall. 700 Hennen und 7 Hähne leben auf Beates Hof. Da haben wir alle. Für die Landfrau habe ich mir überlegt, einen gartenfrischen Sommersalat als Vorspeise, als Hauptgericht einen Rostbraten von unserem Rind mit Backofenpommes und als Nachtisch eine Schotosoße mit unseren eigenen Eiern. 150.000 Eier verkaufen die Langs im Jahr. Eine Maschine sortiert sie ordentlich nach Gewicht. Ob braun oder weiß, spielt dabei keine Rolle. Die größten Eier allerdings haben eine besondere Mission. Sie kommen in Beates Landmenü. Stall ausmisten kurz vor Mittag. Eine tägliche Pflicht. Wie auf einem Biohof üblich, haben alle Tiere ein Freigehege. Es war Thomas, der vor 4 Jahren 3 Kühe kaufte. Mit Heidi, Lollipop und Leni begann wieder die Tierhaltung auf dem Hof. Aus dem Ackerbetrieb der Eltern wurde wieder ein richtiger Bauernhof. Milcherzeugung wäre zu aufwendig und so ziehen sie pro Jahr 4 bis 6 Kälbchen groß. Dann verkauft Beate das Biofleisch im Hofladen. Vorsicht, Helga! Gefressen wird den ganzen Tag. Das gehört zum Konzept des Biohofes. Die Kühe genießen das Kleegras, wann und so viel sie wollen. Das ist eine Brave. Die heißt Sissi. Wir haben einen Zwilling bekommen. Eine Perle. Und das ist die Sissi. Dann haben wir noch einen Franz, einen Kaiser Franz. Und dann gibt es noch einen König Ludwig. Der ist von der Allgäuer Grauviehkuh. Und jetzt sind wir so im Allgäuer Raum geblieben mit der Könige und der Kaiser. Das Herzstück ist auf jeden Fall der Hoflade und die Tiere. Weil die, ja, alles so was, das lebt. Also mir hat ja da schon jemand, gell, im feinsten Tuch. Wenn man das dann so erlebt, wie sich die Leute dann richtig freuen können so, und erinnern sich so an früher, an ihre Kindheit, weil jeder hat irgendwo jemand, der eine Landwirtschaft hatte oder einen Kleintierbestand oder so, ja. Und die freuen sich dann, wenn sie das dann sehen. Und das sind dann einfach glückliche Leute, ja, und das gefällt mir. Bei uns auf dem Hof, da helfen verschiedene Leute mit. Also wir haben hier dann natürlich unsere Kinder. Wenn es hart auf hart kommt, dann gehen die auch mit. Aber die haben halt auch ihre eigenen Dinge und ich möchte auch, dass die das so haben. Es war immer von vornherein klar, dass da jeder das macht, was er machen will. Aber wenn es wirklich jetzt mal Spitze gibt, dann sind die dabei. Ja, und so helfen wir dann halt alle zusammen und dann deshalb klappt es auch. In der Küche finden inzwischen die Eier ihre endgültige Bestimmung als Bestandteil von Beates Dessert. Ein Biskuit, der einen Tag durchziehen muss. Das Geheimnis von meinem Biskuit, das sind die guten Eier.
Und der Eischnee ist wichtig, dass der nicht so steif geschlagen wird, weil die Massen sollen einigermaßen homogen sein, ähnlich in der Konsistenz. Dann kann man es schön drunter ziehen. Außerdem kommt noch Zucker rein, mit echter Vanille natürlich. Besonders wichtig für Beate? Ausgiebiges Rühren. Den frisch gepressten Zitronensaft nicht vergessen und zwischendurch schon mal den Ofen vorheizen, damit er ordentlich heiß ist, wenn der Kuchen reinkommt. Das Mehl pudert Beate und hebt dann den Eischnee ganz vorsichtig unter. Also die Nachspeise ist eine Schotosoße, das ist eine Weinschaumsoße und die kommt dann zum Biskuit dazu. Und deshalb soll der Biskuit ein bisschen trockener sein, weil früher wurde der Biskuit in den Superteller gelegt und die Schotosoße kam drüber und dann wird es ja gleich matschig, wenn der feucht ist. Und deshalb ist es besser, wenn der ein bisschen keksig ist. Seit 4 Jahren verkauft der Ökohof selbstgebrautes Bier. Die Abfüllanlage läuft im Keller. 300 Flaschen schaffen Vinzenz und sein Vater am Nachmittag. Ich habe sehr viele Sachen begonnen, weil sie mir Spaß machen. Die ganze Tierhaltung, die Landwirtschaft als solches. Und das Bierbrauen gehört auch dazu. Es macht mir Spaß, es schmeckt mir sehr gut. Und ich kann damit auch Teile zu unserem Lebensunterhalt beitragen. Es ist ein kleiner Hof, den die Langs in Obereisesheim führen. Vielseitig und mit Tradition. Wir machen ja auch Planwagenfahrten. Also das kommt daher, dass mein Mann halt gern Pferde gehabt hat. Und der wollte dann unbedingt auch mit Pferde arbeiten. Zurück. Zurück. Thomas hat dafür eigens einen Kutscherführerschein gemacht. Doch den Langs, zwei Pionieren in Sachen Ökolandwirtschaft, geht es nicht nur um eine fröhliche Planwagenfahrt. Also das Ziel war einfach, den Leuten nochmal den ökologischen Landbau direkt nahezubringen, auf dem Feld durch die Flur zu fahren, mal zu halten unsere Äcker und zu sagen, da sieht es jetzt so und so aus, da haben wir diese und jene Kultur gerade angebaut. Warum, wieso, weshalb? Hier. Rudi und Dagi gehören zur Rasse der süddeutschen Kaltblutpferde und eignen sich bestens als Zugtiere. 10 bis 15 Gruppen im Jahr buchen eine solche Planwagenfahrt. Wie alles am Hof braucht dieses Angebot viel Vorbereitung. Gut, dass die Langs ein eingespieltes Team sind. Als Paar, wenn man dann so zusammenlebt, das ist natürlich schon manchmal an der Grenze. Man muss dann einfach mal weg. Also ich bin dann immer so jemand, ich habe ja immer so ein Frauenwochenende, da treffe ich mich mit 7 Frauen von der Uni. Da haben immer eine organisiert, da bin ich immer 3 Tage weg im Jahr. Dann bin ich mal so mal weg, bei einer Freundin mal ein Wochenende, sowas, gell. Dann mein Mann ist bei den Turner hier, bei den Jedermänner, hat seinen Sport. Ich gehe zum Singen. Das ist ja einfach ein Loslassen. Da hat man ganz andere Sachen im Kopf, da muss man nicht immer nur denken und Verantwortung haben. Ja, da fühlt man sich richtig frei. Es ist noch sehr früh, als am Dinnertag der Bauernhof erwacht. Ein besonderer Tag für Beate, der alltäglich beginnt mit Schweinefüttern. Die Tierhaltung, die haben ja angefangen, weil wir halt Kartoffeln bauen. Und da haben wir halt immer sehr viel Abfallkartoffeln gehabt. Und da kam immer jemand und hat die abgeholt für seine Schweine. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich sind wir ja blöd. Das könnten wir ja selber machen, weil wir wollten noch Fleisch mit reinnehmen ins Programm. So sind wir dann zum Kreislauf gekommen, den wir schließen konnten, indem wir dann die Abfallkartoffeln und das Abfallgemüse über die Schweine praktisch veredeln zu Schweinefleisch. Ja.
Fünf Landfrauen kochen um die Wette. Im Bus breitet sich feierliche Stimmung aus. Die Landfrauen sind unterwegs zu Beate. Jede ist gespannt auf ihr Menü und auf ihren Hof, gelegen im Heilbronner Land. Maria vom Bodensee, Rita aus dem Schwarzwald, Uschi aus der Eifel und Britta von der Nahe. Und alle spekulieren fleißig. Aber ich finde, die Gegend ist ja so vielfältig. Ich kann doch gar nicht mich festlegen, was es da zu essen gibt. Was Herzhaftes, was Schwäbisches oder auch wir was. Wir lassen uns rein. Überraschen. Wir sind für alles offen. Oder? Aber ich glaube, dass die Beate auch irgendwie was Besonderes macht oder dass sie risikobereit ist. Würde ich sie so einschätzen. Nein. Hier im Schwäbischen gibt es schwäbische Schweine. Die schwäbisch-hellischen Schweine. Ja. Besonders so ein schöner Schinken. Ja, ein tolles Fleisch. Das Fleisch. Schweinebraten. Vielleicht verkauft es auch das Fleisch. Oder sie das macht Fleisch. Schinken zur Vorspeise. Das wäre eine gute Idee. Am Hof besorgt Beate die letzten Zutaten für ihr Menü. Ernte frisch aus ihrem Gemüsebeet. Also die Zuckerschoten hier, die habe ich jetzt extra hier im Garten gemacht für die Landfrauen, weil das Bestandteil von meinem Menü ist. Und ich wollte halt was Besonderes haben und die sind mir auch dieses Jahr gut gelungen. Ebenfalls frisch aus ihrem Garten die Blumen für die Tischdekoration. Auch die darf nur frisch auf den Tisch und muss kurzfristig vorbereitet werden. Gut, dass Sohn Luis hilft, Beates Ideen umzusetzen. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon einen schönen Sommersalat habe, einfach so, ja, mit den schönen Farben vom Sommer, dann hätte ich das jetzt gerne in der Deko fortgesetzt, dass das einfach so eine, der rote Faden ist, einfach dieses sommerliche, bunte. Die letzten Zutaten holt Beate aus ihrem Hofladen. Salate, Tomaten, Möhren, Champignons und frische Kräuter. Und auch den guten Württemberger Riesling für die Weinschaumsoße. Und Beate, bist du schon aufgeregt? Ah, so langsam kommt's. Ja, das schaffst du schon. Ja, also ich geb mal Bischts. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Toi, toi, toi. Ja, danke, Daniela. Tschüss. Also der Abend soll locker und entspannt werden und lustig. Und ich hoffe halt, dass dir eine Frau gut gefällt bei mir. Dass sie sich auch entspannen können, dass sie sich freuen an der Deko, am Essen. Ja, dass man dann einfach nett beieinander sitzt. So soll es sein. Willst du die Gläser wirklich nehmen? Ja, ich habe gedacht, für Wasser, das ist nicht so massig. Und dann passt es auch besser, das ist gefällt. Sohn Luis assistiert beim Tischdecken und wird auch Beates Küchenhilfe sein. Gekocht haben sie schon oft zusammen. Als sie in die Flucht legen? Ja, bitte. Okay. Also das Besteck kann ich das so liegen lassen? Ja, das ist französisch gedeckt, weil da sind ja die Kräuter hinter eingraviert und das sieht man die ja sonst gar nicht, wenn man das normal hinlegt. So. Ja, es ist schon ein bisschen aufgeregt. Also man merkt schon, so von der Körperhaltung und so weiter, dass schon, dass er angespannt ist ein bisschen. Ja. Also damit das Menü alles klappt und so weiter, da hat sie schon Bammel. Also sie wird es drauf haben, aber es kann immer was schief gehen. Auch der älteste Sohn Philipp ist für die Landfrauen im Einsatz. Er hat Bretter geschreinert, die er noch verzieren muss. Hallo Philipp, wie läuft's? Mhm. Gut, das erste ist fertig. Ja, super toll, aber mach hin, gell? Es ist in einer Stunde, brauchen wir's. Ja, gell? Du hast noch vier. Es wird noch. Ja, dann gut, okay. Gut. Allmählich wird es Zeit für den Gruß aus der Küche. Die Ankunft der Landfrauen rückt näher. Also ich werde erst nervös beim Rostbraten, das ist sicher. Wenn das jetzt beim Hauptmenü, wenn da dann alles zusammenspielen muss, dann weiß ich, dann wird es ein bisschen kribbelig und eng. Aber jetzt geht's noch. Jetzt sehe ich die erst mal und begrüße die. Da freue ich mich schon drauf, wenn die kommen. Und dann geht's hier weiter. Ja. Dann konzentrieren wir wieder auf hier. Ja, wunderbar, cremig. Super. Das ist jetzt ein Original Lugeles Käse, den wir bei uns. Das ist ein Quark mit Schlagsahne.
Und nur Schnittlauch und ein bisschen Salz natürlich. Also probieren wir mal mit dem Salz. Mmh. Also jetzt ist es schon perfekt. Ja? Ja. Mhm. Eiernfrei. Nur ein paar Kilometer entfernt durchkreuzen die Landfrauen das mittelalterliche Städtchen Bad Wimpfen. Ja. Wir müssen unbedingt noch mal ein Foto machen. Das Heilbronner Land, eine Neuentdeckung für alle Landfrauen. Ah, da vorne ist auch ein Berg. Ja, genau. Oh ja. Wunderschöne Terrassen sind das auch noch. Ganz mit alten Steinmauern, ja. Das ist auch noch alles im Anbau. Das finde ich auch toll, dass das noch gemacht wird. Ja. Ganz aber viel Sonne haben sie. Sonne haben sie, ja. Genug. Am Neckar und seinen Weinbergen entlang geht es allmählich Richtung Obereisesheim, wo die Tischdekoration in den letzten Zügen liegt. Also ich mache, der Tüll, machst du bitte die Ausrichtung von der Stühle noch, dass die bequem sitzen und nicht so direkt am Tischfuß. Ja. Passt doch jetzt, oder? Löffel sieht man, Deko stimmt. Ja, so bin ich jetzt zufrieden. Geschafft. Im Bus steigt die Spannung. In wenigen Minuten müssten sie bei Beate sein. Wo geht es jetzt lang? So, 10, 9, 8, seht ihr schon ein 10, Schild? 6. Eine Fahne. So. Wollen wir mal das Bier probieren? Na ja, wir müssen machen, die kommen jetzt dann. Was nehmen wir für Gläser? Was passt da am besten? Ich habe halt gedacht, das wäre halt gefährlicher zum Trinken. Und da weiß ich halt, bis mit dem Schaum wird vielleicht. Die Bier, ja. Die aber das ist halt ein klassisches Bierglas. Ich würde schon sagen, wir nehmen die Kölner Stange. Ja, dann guck mal, wie es schäumt, bitte. Gut. Mach mal auf, komm. Ja, hört sich doch gut an. Ja, das stimmt. Der Plop war gut. Ja, das ist noch recht kühl. Man muss hier ein bisschen zaubern, dass es einen schönen Schaum gibt. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Bisschen kalt. Ja. Das lassen wir eine Viertelstunde draußen stehen, genau. Dann passt das. Also, das wird schon das hinten rum. Ja, ganz schau. Ja. Ah, doch, da steht da. Naturkost. Ja. Naturkost. Und Ladies and Gentlemen. Hier, guck mal, die Schweine. Ich sag doch, das ist der Mann. Ja, hallo, Britta. Hallo, Britta. Ja, super, du so froh. War so schlecht. Ja, hallo, Rita. Hallo. Ich bin gekocht. Ja. Hallo, ja, du fühlst dich besser wie vorher. Viel entspannter. Besondere Überraschung für alle? Das selbstgebraute Bier, vom Chef der Brauerei höchstpersönlich serviert. Also, wir haben jetzt hier. Vielen Dank. Und ich habe für euch einen Lugerlis-Käse gemacht. Das okay. Ist bei uns ein Quark mit einer aufgeschlagenen Sahne und einem Schnittlauch und Salz, ganz einfach. Wow. Was hast du das genannt? Lugerlis-Käse. Was heißt denn Lugerlis? Ach, von Look. Ja, so leicht. Locker, ja, genau. Die Kölner haben eure Gläser abgekocht. Ja, eine richtige Also ihr wisst ja, was jetzt kommt. Gell? Ich gehe jetzt in die Küche, ich überlasse euch dem Thomas, der zeigt euch noch ein bisschen was vom Betrieb. Und dann sehen wir uns wieder zum Dinner. Ja, viel Spaß. Okay, gut. Viel Spaß. Ja. Die Landfrauen wünschen sich etwas Bewegung nach dem kleinen Bier. Darum geht Thomas mit ihnen raus aufs Feld und zeigt ihnen seine Braugerste. So, wir stehen jetzt in unserem Braugerstenfeld. Die Braugerste, die hier steht, mit der anderen zusammen gibt ungefähr 10 Tonnen und die wird komplett verkauft an die Melzerei. Und von dort beziehe ich dann ungefähr ein Zehntel wieder zurück. Ich brauche ungefähr eine Tonne zum Brauen und es gibt 10 Tonnen Braugerste. Ja. Württemberg ist ja auch ein typisches Weinanbaugebiet. Ist das hier in der Nähe? Wir liegen hier praktisch mitten umzingelt von lauter Weinbaugemeinden. Wir sind die einzige Gemeinde, die keinen eigenen oder keinen eigenen nennenswerten Weinbau hat. Vielleicht deswegen, weil die Böden tatsächlich sehr fruchtbar sind, als Ackerland sehr gut nutzbar. Und früher hat man die Weinberge ja immer auf die
wir sagen hier minderen Böden und steilen Lagen verbannt, wie in der Nachbargemeinde Neckarsulm beispielsweise. In der Küche geht es allmählich zur Sache. Beate blanchiert das Gemüse und Luis bereitet die Backofenpommes vor. Luis, wie weit bist du? Oh, ich brauche noch ein bisschen. So, ich will die gelbe Vase rein. Also du musst dann hier, also das muss raus, das ist zu dünn. Guck mal, das verbrennt ja. Okay. Ja, die nehmen wir nicht. Und jetzt wird es auch Zeit. Du musst dich jetzt beeilen. Okay, gut. Ja, gut. Luis schneidet die rohen Kartoffeln in Stifte, bevor sie auf ein mit Butterschmalz eingefettetes Blech kommen. Eine großzügige Menge Öl darüber. Und schon können die selbstgemachten Pommes in den Ofen. Regelmäßiges Wenden nicht vergessen und sie sind, wenn alles gut geht, in rund 40 Minuten servierfertig. Deutlich entspannter geht es derweil beim Hofrundgang zu. Haben wir passende Gießkanne dazu? Thomas, der war trocken. Gut, jetzt haben wir uns eigentlich genug erfrischt. Jetzt zeige ich einmal, was bei uns auf dem Hof alles gibt. Ja, gut. Kommt am lautesten gelacht haben wir, als wir uns abkühlen konnten mit dem Wasser und dem Fass. Also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich mich in die Tonne reingesetzt. Erster Alarm in der Küche. Pommes wenden. Ah, Mist. Beate dagegen beweist eine ruhige Hand. Sie schneidet den Fettrand ein, damit die Fleischscheiben nachher schön flach in der Pfanne liegen. Das hat sich meine Frau schon vor 20 Jahren gewünscht. Sie braucht so ein Fahrzeug mal, um aufs Feld zu fahren, um ihr Kistle Bohnen zu zupfen. Damit fährt die? Ja, damit fährt sie. Ja, ich habe dieses kleine italienische Gefährt ja schon von Weitem gesehen und dachte, damit müssen wir unbedingt fahren. Wie ein Moped. Die kann doch. Die hält das fest, Rita. Und wenn das links aufs Pedal tritscht, dann geht der Scheibe weg. Jetzt lässt es mal regnen. Da bricht, komm, gibt's gar nicht. Jetzt versuchen wir es mal anzuschieben. Was muss man da anschieben? Noch anschieben. Ja, der kann auch anders. Doch das lustige kleine Gefährt ist eigensinnig und lässt sich auch von einer erfahrenen Bikerin nicht starten. Gib Gas, komm! Jetzt lass doch Kupplungsspringer! Eine kleine Rundfahrt machen die Landfrauen aber trotzdem. In der Küche nähert sich der erste Gang seiner Vollendung. Geschnitzte Radieschenmäuse. So viel Zeit muss sein. Fehlt noch der frisch geriebene rote Rettich, der Farbtupfer auf dem Vorspeisenteller. Eine Hand Salat pro Person. Und all die vielen verschiedenen Zutaten, die dekorativ angerichtet sein wollen. Küchenhilfe hin oder her. Den letzten Schliff muss Beate ihrem Garten frischen Sommersalat selbst verpassen. Für Luis bleibt das Streuen der Kräuter. Am Schweinestall kommen die Frauen endlich dazu, Thomas ein paar tiefergehende Fragen zu stellen. Das war jetzt die Ursache, warum du vom herkömmlichen Betrieb auf Biobetrieb umgestellt hast. Wir waren schon immer sehr interessiert an Produktionsalternativen und waren während unseres gemeinsamen Studiums auch mal für ein Vierteljahr in Mexiko unterwegs und haben dort die Auswirkungen, vor allem die Erosionsauswirkungen der Landwirtschaft, der intensiven Landwirtschaft, konventionelle Landwirtschaft dort gesehen. Ganze Landstriche durch Erosion verwüstet, da sind wir dann eigentlich auf den Gedanken kommen, wenn wir Landwirtschaft machen möchten, möchten wir versuchen, naturnah zu wirtschaften, um auch solche Schäden bei uns längerfristig hoffentlich vermeiden zu können. Wenn man diese Schmatze hört, dann kriegt man gerade Hunger. Das Dinner wird demnächst fertig sein und wir können uns mal langsam auf den Weg machen. Ja, freuen wir uns. Ich bin mal gespannt, ob euch das da auch schmeckt. Freuen wir uns. Tschüss. Ja,
Ding. Euren Platz werdet ihr sicher finden. Oh, ja. Oh, schön. Klasse. Raffiniert. Ja, wunderhübsch. Handarbeit von unserem Sohn. Echt? Ja, speziell für euch angefertigt. Deshalb war der heute Nachmittag auch nicht da. Genau, dann entstand noch der Schweiß auf der Stirn. Die Bretter sind aus Elsbeere, schön geölt, sehr gut geeignet für alle Arbeiten in der Küche, zum Schneiden, zum Brotschneiden und Kräuterschneiden. Aber das brauche ich euch ja nicht erzählen, da seid ihr alle gut bewandert. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend, einen guten Appetit. Ja, vielen Dank. Und noch viel Spaß miteinander. Das haben wir sicher. Vielen Dank. Tschüss. Wir werden noch oft an euch denken. Danke. Das ist ein tolles Geschenk. Wunderschön. Ja, ah, ja, das meint sich gerade. Ja. Dieses Tischgesteck, das passt doch gerade zu Beate. Ja. Gell? Salat. Ein Salatpflänzle und zwischendurch ein paar Möhren, glaube ich, das, gell? Johanniskraut. Ja. Das duftet auch. Und der Salat, der sieht doch wirklich so frisch aus. Der lacht einen an, wenn man am liebsten Rheinwein sagt. Ein Dressing aus Ganzkorn, Senf, Olivenöl und Condimento Balsamico vollendet Beates Salat. Sommerliche Erfrischung. Oh. Ich hoffe, ihr habt Lust auf einen sommerlichen Salat. Oh, wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Das war schön. Ja. Vielen Dank. Wir dachten schon, es gäbe Maultaschen. Nee, heute nicht. Das sind keine Radieschen. Doch. Nee, das sind... Rettiche, das Radieschen ist das in der Mitte, das Mäuschen. Ja, das ist aber ganz toll mit dem ganzen Senfkorn. Ja, ist wunderschön, ja. Wir tauschen uns jetzt aus. Immer das, was der eine nicht hat, was bringt man zum anderen mit? Mhm. Ich glaube, dann können wir komplett selbstversorger sein. War ein toller Sommersalat, der wirklich auch so schön bunt war und das Auge isst ja immer mit. War jetzt nicht ganz überraschend. Also ich fand den Salat sehr schmackhaft, nur der Kick hat mir gefehlt. Luis, ich glaube, der Salat ist gut angekommen. Was machen die Kartoffeln? Ja, sieht gut aus. Wir brauchen noch ein bisschen 20 Minuten. Ja, sie sehen. Ich denke, wir liegen gut in der Zeit. Du bist dabei? Ja. Super, gut. Jetzt ist es Zeit für die Zuckerschoten, die Beate nur in heißer Butter schwenkt und leicht würzt. Mit gehackter Petersilie rundet sie die blanchierten Möhren ab. Luis, kannst du bitte mal die Zuckerschote probieren, weil ich weiß nicht mit dem Pfeffer. Ob du nimmst eine kleine, bitte. Hm. Mhm. Bisschen noch. Bisschen Salz und Pfeffer, gell? Mhm. Also, und kleiner Teil. Anfangs schmecken sie echt gut, aber dann hinterher verlieren sie. Kommt nichts, ja. Für die Sauce Hollandaise ist Luis verantwortlich. Wie viele Teelöffel willst du da rein haben? Oh, vom Pfeffer mit. Keine Teelöffel. Ach, so? Viel zu viel, um Gottes Willen. So? Nee, zu viel. Prise. Weiter weg. Zu viel. Viel zu viel. Das verpfeffert. Der weiße Pfeffer hat ziemliches Aroma. Viel zu viel. Die Hälfte. Ja. Alles mit der Hand. Eine zusehends sportliche Angelegenheit. Erst die Eier schaumig schlagen, dann im Wasserbad die flüssige Butter einrühren. Nicht zu warm und nicht zu kalt. Sonst gerinnt die heikle Hollandaise. Zeitgleich muss jetzt der Rostbraten in die Pfanne. Alles läuft parallel und soll auf den Punkt gar sein. Auch die Pommes sind prompt fertig und müssen sofort raus. Jetzt geht's ab. Luis, kannst du die salzen? Ja. Da ist Salz. Aber was auf dem Salz, gell? Nicht zu viel. Probier's lieber erst wenig und dann probieren. Nicht, dass es versalzen schmeckt.
Sind die Teller noch warm? Können wir jetzt aber nichts mehr machen, das muss jetzt raus. Mit ruhiger Hand drapiert Luis das Essen auf die Teller, nach exakter Vorlage. Bringst du mir bitte die Zuckerschote, die sind im Ofen unten drin. Okay. Gabel habe ich unten rübergelegt. Ich muss mal gucken, ob es mit der Gabel geht. Am wichtigsten ist Beate aber, dass alles möglichst heiß auf den Tisch kommt. Ich das einfach so daneben, dass man da noch ein bisschen... Hier? Ja, dass man noch ein bisschen so lange das noch drin. Ihr wisst, wie ihr gehen müsst? Ja, so wie vorher. Ja, wie vorhin auch, ja. Super, Aufflug, ja, geht, Abgang. Also, es kommt ein schwäbischer Rostbraten. Oh, mit eigenen, also von unserem Rind, mit eigenen Kartoffeln. Zuckerschote vom Garten und die Hollandaise ist für uns Eier. Wunderbar. Das sieht aber toll aus. Oh, sieht das toll aus. Toll! Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Danke. Dankeschön. Danke. Aber der Wein ist auch gut. Gell? Ach, ja. Morgen Abend auf die Terrasse. Lass ich mit meinem Mann noch mal die Karten. Auf dich. Danke. Es war wirklich total lecker. Vielen Dank. Wobei ich eben gedacht habe, bei Rostbraten ist bei uns in der Region was ganz anderes. Also ein gewickelter Braten, ja, auch eigentlich, bei uns ist das Schwein mit ein bisschen Zwiebeln in der Mitte, der dann auch wirklich gedreht wird, ja. Mhm. Also sagt man bei uns Rostbraten, der im Ofen gemacht wird. Mhm. Das ist total interessant, dass in den verschiedenen Gegenden gleiche Dinge anders heißen. Ja, Rumsteak sagen, also müssen wir jetzt nicht nur ein Kochbuch machen irgendwann, sondern auch ein Wörterbuch. Also ich fand es für mich sehr, sehr schmackhaft. Also es war lecker. Die Kartoffel dazu und auch das Gemüse, es war schön angerichtet. Luis, ich habe Salz und Pfeffer vergessen. Nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst. Und beim letzten Bissen denke ich, ist aber aromatisch. Denke komisch, Salz drauf und kein Pfeffer. Das glaubst du doch nicht, stellen wir es noch da nach. Hat es jemand dann bemerkt? Und vor lauter Heckmeck, du, anscheinend nicht. Das war das Gute. Dass ich dann alle hingesse, alle haben gesagt, ihnen schmeckt es. Und dann denke ich beim letzten Bissen, denke ich, schön saftig, schön würzig, so, ne? Und dann denke ich, würzig? Schon gar nicht gewürzt, gell? Da ist mir es dann erst gekommen. Und das habe ich dann so lustig gefunden, weil auf einmal keiner hat was gesagt. Und dann habe ich gedacht, naja, aber es hat ja geschmeckt, es war gut, gell? Also, und deshalb, ich finde halt einfach, das ist halt, wenn du super Fleisch hast, brauchst du nicht mal würzen, gell? Sie hat es auch wirklich so gewählt, dass dieses Herzstück des Hauptgangs, nämlich das Fleisch, gut zur Geltung kommt. Und das fand ich genau richtig. Es ist mir absolut nicht negativ aufgefallen. Und ich glaube, wenn, dann hätte ich auch bestimmt nach Salz oder Pfeffer gefragt. Also ich habe es nicht negativ empfunden. In der Küche wartet die letzte große Aufgabe, das Dessert. Den Biskuit konnte Beate vorbereiten, alles andere macht sie frisch. Kein einfaches Menü, auch die Weinschaumsoße fordert volle Konzentration. In der Messingschüssel ihrer Mutter ist ihr die Cholot-Soße immer gelungen, bisher. Ist verkackt, muss ich nochmal machen. Also ich habe schon gemerkt, dass die fast durchgeschlagen war. Und dann auf einmal war es halt, habe ich noch gedacht, Schöpflöffel brauche ich noch, drehe mich noch zum Luis rum und sage bitte noch einen Schöpflöffel. Und dann war ich halt nicht beim Topf und dann war es halt weg. Das war einfach... Ja, ich sage, da geht es dann um Sekunden am Schluss. Da muss man dann einfach dabei bleiben. So. Zweiter Versuch. Also nochmal. Eier und Zucker schaumig rühren, Riesling dazu und kräftig schlagen. Okay, oben rüber. Geht überall einen Schöpfer. Traditionellen Nachtisch bei uns hier. Den gab es früher immer in Konfirmationen, Hochzeiten und Kommunionen. Oh, das ist eine Chodo-Sauce, eine Weinschaumsoße mit Riesling, Eier und Zucker aufgeschlagen. Oh, wow. Und der Biskuit, den kann man
Also normalerweise legt man so rein und dann wird es mit dem Löffel gegessen. Das sieht aber toll aus. Das sieht ja wunderschön aus. Das ist ja eine Weinschaumsoße. Wow. Das kommt wahrscheinlich von Chodo. Ja. Warmes Wasser, weil es im Wasserbad geschlagen wird. Ja. Ja. Wow. Und dann mit Weinaufguss. Genau, ja. Mit Weißlieber Riesling. Sehr gut. Ja, genau. Liebe Beate, wir danken dir für dieses wunderschöne Menü, was du für uns gezaubert hast. Und der Nachtisch, also das war eine super Idee. Was ganz Typisches hier aus der Gegend. Ja. Du hast uns sehr überrascht. Auf schön, dich. Das freut mich. Auf dich. Wenn es euch gefallen hat. Herzlichen Dank, es gefällt uns immer noch. Das ist schön. Also das Dessert hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Beate schon gefragt, ob sie mir auch dieses Rezept gibt, weil das gerade auch mit Wein bei uns ja sehr gut passt. Wirklich gut komponiert, das Essen. Ah, Leid. Mmh. Und? Und? Schmeckt's gut? Alles klar. Du hast mal. Ah, fertig. Geil. Beate hat es geschafft. Letzter Akt für die Landfrauen. Sie müssen ihr Urteil abgeben. Dame, ich hätte mal gerne das spitze Pudding eingesammelt. Ja, der Glücksbote. Bitte schön. Das war ein total schöner Tag und jetzt ist die Stimmung ein bisschen ausgelassener. Auch die Beate kann ein bisschen feiern und das freut mich auch für sie. Es ist eigentlich schade, dass wir nie zu fünf den ganzen Tag verbringen können. Dass immer eine von uns in der Küche stehen muss. Also das ist schon schade. Wäre viel schöner, wenn wir zu fünf den Tag gemeinsam verbringen könnten. Beate hat alles gegeben und mit ihrem Menü 99 Punkte erkocht. Wer zuletzt die Nase vorn hat, werden wir am Ende erfahren. Ich freue mich jetzt, dass ich es hinter mir habe. Ich kann jetzt entspannen, den Kopf habe frei. Und beim nächsten Dinner, da kann ich dann einfach ganz gelassen hingehen und alles schön genießen, ohne zu denken, was könnte ich jetzt daheim noch besser machen oder anders machen. Und dann ist gut, ja. Es ist einfach gut. Das nächste Mal fahren Sie zu ihr, zu Maria an den Bodensee. Schon in einer Woche sehen Sie sich dort wieder. Welche Geschenke und welches Menü die Landfrauen dort wohl erwarten? Es bleibt spannend. Ja, danke, Peter.